Ich glaube, viele von uns haben Sehnsucht in diesem Jahr nach guten Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man hört viele Nachrichten, viele Informationen, die auf uns hereinprasseln. Und da sind auch viele Nachrichten, die nicht so gut sind und die herausfordernd sind und die irgendwie ja, Kräfte zehren auch. Und ich sehne mich nach guten Nachrichten. Ich sehe mich nach fröhlichen Nachrichten, nach frohen Nachrichten, nach guter Botschaft. Und ich hoffe, dass diese Predigt auch in einer Form eine gute Botschaft für dich mitbringt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Jesus, der Verkündiger froher Botschaft. Jesus, der Verkündiger froher Botschaft. Und ich lese mit uns den Bibeltext für heute Morgen aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 14 bis 15. Nachdem Jesus gefangen genommen worden war, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Gleich am Anfang von dem Markus-Evangelium hier ist so eine Art Zusammenfassung, finden wir immer wieder im Markus-Evangelium, dass da so in zwei, drei Sätzen kurz komprimiert wird, was dann kommt oder was gerade war. Und auch hier kriegen wir so einen Ausblick, was ist die Botschaft von Jesus? Also Jesus beginnt jetzt gerade seinen Dienst, ist so eine Zeitenwende, ja, Johannes der Täufer, er hat seinen Dienst zwangsläufig eingestellt, er ist gefangen genommen worden, er kann nicht weitermachen und jetzt ist Jesus da, er tritt auf den Plan und er hat eine Botschaft und diese Botschaft, die ist zusammengefasst in diesem einen oder in diesen zwei Sätzen, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Bei dem Wort, was hier steht, Botschaft, ist es hier in der neuen Genfer Übersetzung, das ist ein ganz interessantes Wort, da steht eigentlich Evangelium. Kennen wir, wir haben diese vier Evangelien, wo die Geschichte von Jesus beschrieben wird. Und wenn du Bibelleser bist, dann weißt du, Evangelium heißt so viel wie gute Nachricht, frohe Botschaft. Die Menschen damals, die gelebt haben, die kannten das Wort auch schon vorher, bevor Jesus gekommen ist. Denn das Wort, das war bekannt für Ankündigungen von einem Herold, von einem Boten, der über das Land gezogen ist und überall in jedes Dorf, in jede Stadt gekommen ist und Neuigkeiten verbreitet hat vom kaiserlichen Hof. Ja, also im ganzen Römischen Reich waren Herolde unterwegs und die haben proklamiert, was wichtig war in den Augen des Herrschers. Und da gab es dann Ankündigungen, ja, ein Thronfolger ist geboren oder in der Schlacht sowieso, da haben wir siegreich die anderen platt gemacht und so. Das waren solche Evangeliumsbotschaften, die damals rausposaunt wurden und ins Land gingen. Und für die Menschen damals, da waren diese Evangeliumsbotschaften, glaube ich, nicht immer so richtig froh und prickelnd und toll und haben keine Begeisterungsstürme unbedingt ausgelöst. Sondern manchmal haben die Leute sich wahrscheinlich auch gedacht, boah, schon wieder irgendwie so eine blöde Botschaft von dem Kaiser. Was interessiert uns, was der macht? Was interessiert uns, dass irgendwo in Timbuktu da die Schlacht gewonnen wurde? Also es war nicht so nah dran an ihnen. Es war irgendwie so mehr was Formelles, was außen herum um sie passierte. Und Jesus, er tritt jetzt hier auf und sagt, jetzt komme ich und ich bringe euch die frohe Botschaft von Gott, ich bringe euch das Evangelium Gottes und ich posaune das hinaus und so ist es jetzt. Also er steht praktisch neben all diesen anderen Botschaften, die in diesem Land so unterwegs waren und sagt, aber die wahre frohe Botschaft bringe ich mit und jetzt hört mal zu. So, das ist hier seine Einleitung an dieser Stelle. Wenn du Sehnsucht hast nach guten Botschaften, vielleicht auch nach guter Botschaft in diesem Jahr, wo du sagst, Mensch, 2022, wie wird das werden, was kommt alles auf uns zu, dann spitzt die Ohren, vielleicht ist hier gute Botschaft auch für dich drin, in diesem Bibeltext, in dem, was Jesus hier an guter Botschaft verkündet. Worin besteht die frohe Botschaft? Der erste Punkt, den ich hier machen möchte, Gott greift in die Geschichte ein. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen. Die Zeit
ist gekommen. Erstmal fragen wir uns ja, und? Die Zeit läuft ab, jetzt ist irgendwie 11.30 Uhr, fast 12 Uhr, wir feiern Gottesdienst. Die Zeit, was hat das mit uns irgendwie zu tun? Die Zeit ist gekommen. Damals hatten die Juden so eine bestimmte Vorstellung auch von der Zeit. Es gab zwei Begriffe in der griechischen Sprache für den Begriff Zeit. Es gab den Begriff Chronos, kennen wir, Chronologie, ja, und den Begriff Kairos. Chronologie meinte, oder Chronos meinte so den zeitlichen Ablauf, die Zeit auf lange Sicht. Und dann der Kairos, das war so ein Zeitpunkt, ein bewusster Zeitpunkt, ein besonderer Zeitpunkt, an dem was geschah. So, und hier steht der Begriff Kairos, das heißt, der Zeitpunkt ist gekommen. Also Gott hat praktisch sich die Zeit angeschaut und die Zeit beobachtet und hat die Zeit im Blick gehabt in der Chronologie und sagt, und jetzt ist ein besonderer Zeitpunkt gekommen, an dem ich etwas tun möchte. Das heißt, Gott und Zeit, ja, Gott ist nicht neben der Zeit, sodass er gar nichts macht mit unserer Zeit und dass er gar nicht hineinwirkt in unserer Zeit, sondern er ist nah dran an unserer Zeit, an unserer Lebenszeit, auch an der Geschichte. Und er wirkt hinein in unsere Geschichte. Und das im Großen und auch im Kleinen. Also Gott ist interessiert an unserer Geschichte. Er bestimmt Zeiten und Zeitpunkte. Er wacht über die Zeit. Er wacht über die Zeiten. Und er kommt mit der Zeit, die er gegeben hat, kommt er zu seinem Ziel. Er führt zum Ziel, so wie er sich das erdacht hat, was seinem Plan entspricht. Gott hat einen souveränen Plan und er behält die Kontrolle in der Zeit. Wir als Menschen denken manchmal, Mensch, ich bin hier allein unterwegs, die Zeit verrinnt irgendwie, ich werde immer älter oder die Zeit ist anstrengend, wo ist Gott? Und Gott sagt, ich bin mittendrin in der Zeit. Ich wirke hinein in die Zeit. Ich kann sogar Zeitpunkte bestimmen. Ich kann zeitliche Phasen bestimmen und sagen, hier, jetzt ist diese Zeitphase in deinem Leben vorbei und etwas Neues beginnt. Ich setze einen neuen Kairos-Punkt. Das steht in Gottes Macht, weil er nicht weit weg von dieser zeitlichen Schiene ist, aus unserem Leben sich herauszuhalten, sondern er ist da und er wirkt hinein. Also Gott steht nicht tatenlos oder teilnahmslos zu als Beobachter, wie er da am Rande steht, sondern er wirkt hinein mit seinem Wesen in unsere Weltgeschichte. Manchmal hat es tatsächlich den Anschein, als ob Gott nicht da wäre und nichts machen würde. Und dann fragen wir uns ja, was ist denn jetzt? Jetzt ist irgendwie eine komische Zeit. Aber objektiv ist es so, dass Gott immer hineinwirkt in unsere Zeit und immer im Sichtbaren oder im Unsichtbaren wirkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Manchmal wünschen wir uns das, dass er gewaltiger auftritt, dass er sichtbarer da ist, dass er spürbarer da ist. Ja, auf der subjektiven Ebene, jawohl. Aber objektiv ist er da und er hält unsere Zeit in seinen Händen. Ich glaube, manche fragen sich auch in dieser Zeit, die letzten zwei Jahre, Corona und so und mit allem, was damit zusammenhängt, Mensch, wo ist Gott? Ja, oder wie lange dauert das noch, diese Zeit? Komische Phase. Und ich glaube, Gott ist von Anfang der ganzen Corona-Zeit dabei, er ist immer noch dabei, er setzt Zeitpunkte, er wirkt hinein in die Zeit, er ist präsenter denn je, er ist der Wirkende und er hält alles in seiner Hand. Er ist Gott, der Allmächtige, dem alles unterstellt ist. Das ist auch die Botschaft übrigens von dem Buch der Offenbarung, ja, wo es um das große Bild geht, am Ende der Zeit auch, wo letztendlich über allem steht, Gott hat die Kontrolle. Mit allem, was geschieht, mit allem, was passiert. Er ist der souveräne Herr. Demnächst gibt es einen Live-College-Kurs, Offenbarung. Wenn dich das interessiert und du auch stärker noch hineinschauen möchtest, in dieses Buch mehr verstehen möchtest, dann sei herzlich eingeladen und melde dich gerne beim Live-College an. Das wird bestimmt eine wertvolle Zeit werden. Also der erste Punkt, wo, ich glaube, frohe Botschaft drinsteckt, ist, Gott greift in die Geschichte ein. Er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auf den Plan trete. Und dieser Zeitpunkt, der ist immer noch da von seinem Herzen, wo er sagt, hier bin ich und ich möchte eingreifen.
Wir sind dem Schicksal also nicht blind ausgeliefert, sondern wir sind in der Hand eines persönlichen Gottes geborgen. Die zweite frohe Botschaft, die drinsteckt hier in diesem Evangeliumstext: Gott kommt uns Menschen nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Das ist die Botschaft von Jesus. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Hat was mit diesem Zeitpunkt zu tun, wo Gott sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da und das Reich Gottes kommt. Aber Gott kommt uns im Reich Gottes nahe. Die Menschen damals in Israel, die hatten eine bestimmte Vorstellung vom Reich Gottes und auch von Gott zu dieser Zeit. Die Vorstellung war von den Juden damals, Gott hat sich zurückgezogen aus unserer Geschichte, aus unserem Alltag. Der ist nicht mehr so da. Gott ist fern. Ja, die Juden, die haben seit 3-4 Jahrhunderten keinen Propheten mehr gehabt, sondern hier, Altes Testament, Malachi und so, das waren die letzten Propheten, die da aufgetreten sind. Und jetzt war nichts mehr da. Ja? Funkstille, Gott spricht nicht mehr zu uns. Schwierig. 300-400 Jahre, ist anstrengend, wenn Gott nicht spricht. Und dann kamen noch die Römer, ja, und haben das Land besetzt und militärisch da ihren Staat da reingebracht, sodass es auch nicht schön war, da zu leben unter einer Besatzungsmacht. Das heißt, das Land, das war nicht mehr in Freiheit ihr eigenes Land, sondern da waren die Soldaten einer fremden Macht, wo sie sich auch gefragt haben, Gott, warum? Warum hast du das zugelassen? Hast du dich zurückgezogen? Das war ihr Erlebnis in der damaligen Zeit. Und manche Juden, die frommen Juden, die gottesfürchtig waren damals, die haben tatsächlich diese Hoffnung gehabt, dass irgendeines Tages der Messias kommt, der dieses Reich Gottes bringt und der auf den Plan tritt und alles sich verändert. Hauptsächlich in der politischen Landschaft, der die Macht hat, die Römer zu besiegen und rauszuschmeißen aus dem Land und dann einen Staat aufzurichten, so wie es Gott entspricht. Das war ihre Perspektive damals. Und Jesus, er sagt jetzt an diesem Zeitpunkt, hey, das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Also Gott kommt euch nahe. Ihr seid in der Gottesferne gefühlt, aber jetzt kommt Gott nahe. Das war für die Menschen damals was ganz Besonderes. Ja? Das war ein Hoffnungszeichen an sich. Boah, Gott kommt uns nahe. Jetzt kommt das Reich Gottes. Mensch, wo ist es denn? Wie sieht es denn aus? Was passiert denn? Da war eine Anspannung in der Luft, eine Erwartungshaltung. Was denn jetzt passiert? Gott ist nahe gekommen mit seinem Heil, letztendlich mit seiner Rettung, mit Hoffnung, auch mit seinem Erbarmen für die Menschen. Und Jesus, er kommt als dieser Herold und kündet an, das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Macht euch bereit. Er rüttelt sie praktisch wach und sagt, eine neue Zeit hat begonnen. Merkt ihr es, ja? Kommt, macht euch auf den Weg. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Gott kommt nah. Ein Unterschied in der Vorstellung der Menschen, die sie hatten und wie es dann tatsächlich war, es war kein politisches Reich. Das Reich Gottes, was nahe gekommen ist, war nicht, dass sich jetzt irgendwie was Großes im Äußeren getan hat. Ja, die Römer waren immer noch da. Das heißt, das Reich Gottes war auf einer anderen Ebene. Es war eine geistliche Ebene, es war eine persönliche Ebene. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das Reich Gottes hier auf dieser Erde, wie wir es erleben, wird immer eine geistliche und eine persönliche Ebene sein. Es wird nicht eine politische Ebene sein. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir das auseinanderkriegen, dass wir nicht denken, das Reich Gottes müsste sich politisch für uns greifbar anfühlen, dass wir jetzt hier einen christlichen Staat oder sowas aufmachen könnten. Das wird ein Irrweg sein, weil das nicht dem Reich Gottes Gedanken entspricht, wie Jesus sich das gedacht hat. Das wird, um den Bogen nochmal zu schlagen, wird eher der Pfad sein, den der Antichrist nimmt, wo er politische Macht, wirtschaftliche Macht und religiöse Macht zusammenbindet. Und Leute denken, das wäre es dann. Das war ein Irrweg. Das Reich Gottes ist persönlich, ist geistlich, ist in uns auch, wenn wir uns für Gott öffnen. Wie kommt das Reich Gottes, indem wir an Jesus glauben? Da werden wir nachher noch drauf schauen. Ich möchte noch einen anderen Bibeltext hinzunehmen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Gespür zu geben, dass Gott uns nahe kommt, dass er uns persönlich meint. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 4 ist es diese Prophezeiung, die Jesus dann auf sich bezieht,
wo er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Da nimmt Jesus ganz bewusst Bezug auf Menschengruppen, auf einzelne Personengruppen, ja, auf die Armen, auf Gefangene, auf Blinde, auf Unterdrückte, wo letztendlich nichts anderes gemeint ist, als dass Gott diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die keine Perspektive für ihr Leben haben, denen übel mitgespielt wurde, dass Gott diesen Menschen nahe kommt, dass die Menschen nicht alleine rumkrebsen müssen, dass ihnen kein Recht passiert, sondern Gott kümmert sich und er begegnet diesen Menschen. Und wenn man die ganzen Evangelien durchliest, dann sieht man, wie Jesus sich immer auch dem Einzelnen zuwendet mit seiner Nähe, wie er Berührung aufnimmt, wie er sie tatsächlich berührt und da trifft, wo sie Mangel haben. Da, wo sie krank sind, da schenkt er Heilung. Da, wo sie mit ihrem Leben nicht klarkommen, gibt er eine Perspektive. Er hat Gemeinschaft mit diesen Menschen. Gott kommt Menschen nahe. Das ist eine frohe Botschaft, finde ich. Gott kommt uns nahe. Für uns, die wir vielleicht in einer Gemeinde groß geworden sind, ist das ganz normal. Ja? Wir nicken das irgendwie ab und sagen, ja, ist das schön. Ne? So, was ist jetzt irgendwie das Frohe oder das Neue daran? Es ist eine ganz persönliche Geschichte, dass Gott dir nahe kommt. Also Gott liebt nicht nur die Welt, Gott liebt nicht nur uns als Gemeinde, sondern Gott liebt dich und mich. Das ist eine ganz andere Dimension. Gott ist nicht nur irgendwo da, sondern er ist dir und mir nahe. Er kommt uns nahe in unserem Leben, in unseren Fragen, in unseren Ängsten, in unserer Suche nach ihm. Er ist da, wo wir auch sind. Er ist nicht weit weg. Er ist nicht ein ferner Gott, sondern er ist ein naher Gott. Er ist uns nahe gekommen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, Mensch, ich möchte gar nicht, dass Gott mir so auf die Pelle rückt. Ja? Also ein bisschen Abstand wäre ganz gut. Wer weiß, wenn Gott mir zu nahe kommt, was macht er denn dann mit mir? Und du fühlst dich irgendwie auch bedroht und kontrolliert auch, je nachdem, was für ein Bild du von Gott hast. Kannst ja mal in dich hineinspüren, ja? Wenn ich sage, Gott kommt dir nah, was macht das mit dir? Ist das irgendwie mit Freude verbunden, wo du sagst, ja, gerne, komm mir nah, Gott, komm mir nah, Jesus, komm mir nah, Heiliger Geist. Oder sagst du, nein, nicht zu nah, ich will mein eigenes Leben leben. Dann kann es daran liegen, dass dein Bild von Gott irgendwie verzerrt ist, dass es nicht dem Bild von Gott entspricht, wie er wirklich ist und wie wir es in der Bibel lesen. Dann mache ich dir Mut, dass du 2022, dass du dein Gottesbild, dein Bild von Gott nochmal revidierst und schaust, wo ist es vielleicht schräg, wo entspricht es nicht der Realität von dem, wie Gott sich offenbart hat. Gott, er kommt dem Einzelnen nahe, er wendet sich uns in Liebe zu, er schenkt dir und mir Berührung. Und das ist frohe Botschaft für dieses Jahr auch, dass er uns mitnimmt und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich möchte nochmal die Frage in den Raum stellen, wo sind deine größten Schmerzpunkte in deinem Leben? Wo du sagst, boah, da habe ich Dinge in meinem Leben und da leide ich wirklich drunter. Damit komme ich nicht alleine klar. Und dann so die Frage, die anschließt, wie nah darf Gott dir an diesen Schmerzpunkten kommen? Willst du Gott reinschauen lassen und kommst du mit Gott über diese Schmerzpunkte ins Gespräch oder willst du ihn auch da auf Abstand halten und irgendwie selbst die Dinge versuchen zu klären. Und Gott lädt sich immer liebevoll ein und sagt, ich möchte dir nahe kommen, nicht um dich fertig zu machen, nicht um dich irgendwie zu richten, nicht um Strafen auf dich zu legen, sondern ich möchte dir nahe kommen, um dir zu dienen, auch in deinen Schmerzpunkten des Lebens. Vielleicht ist das eine Erfahrung,
die du so noch nicht erlebt hast. Vielleicht ist das eine Erfahrung, nach der du dich irgendwie sehnst. Du bist mit Gott unterwegs, ja, du kennst ihn, du hast dein Leben ihm gegeben, aber die Schmerzpunkte in deinem Leben, die willst du vielleicht immer noch verstecken. Da darf keiner dran, kein Mensch und auch dein Jesus nicht. Dann mache ich dir Mut, dass du dich da öffnest und dass du sagst, Gott, ich möchte deine Nähe zulassen, möchte erleben, dass du mir dienst. Weiß nicht genau, wie es werden wird und was kommt, aber ich möchte hier deine Nähe suchen, ganz bewusst. Frohe Botschaft, Gott kommt uns nah, wir sind nicht allein. Der dritte Punkt hier der frohen Botschaft. Jesus sagt, kehrt um, kehrt um. Ist jetzt vielleicht nicht irgendwie wahnsinnig froh machen direkt. Ja, man denkt, oh Mensch, kehrt um, ist eher so, ja, kehrt um. Was macht das jetzt irgendwie froh? Die Botschaft da drin ist ja, das ist auch die Überschrift von diesem Punkt, Gott macht Lebenswenden möglich. Wenn Jesus dir zuspricht oder uns allen zuspricht, kehrt um, dann heißt das, dass eine Umkehr möglich ist. Also wir alle können umkehren, immer wieder auch in unserem Leben, wenn wir merken, wir sind auf einem falschen Weg, wir sind auf so einer Sackgassenstraße da unterwegs, wir versemmeln unsere Lebensbereiche, ja, dann ist Umkehr immer möglich, wenn Jesus uns dazu ruft, kehrt um. Dann hält er die Umkehr schon parat. So, wir alle haben unsere Navis und fahren durch die Gegend mit dem Auto, ja, so. Und wenn wir uns verfahren haben, dann sagt das Navi in dieser schönen Stimme, kehren Sie um, drehen Sie in 200 Metern um, oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wortlaut ist, ihr kennt das, ne? Und sehr hartnäckig, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Und das Navi weiß ganz genau, hey, Umkehr ist möglich. Ja, also das Navi weiß ganz genau, du musst nicht auf Dauer in diese falsche Richtung fahren, ja, sondern ich weiß, wo der richtige Weg ist und ich rufe dich zur Umkehr, immer wieder. Umkehr ist möglich beim Navi, beim Autofahren. Nichts anderes in unserem eigenen Leben, wo Jesus uns immer wieder zuspricht, hey, kehr doch da um. An dieser einen Stelle in deinem Leben. Kehr doch um. Das ist ein falscher Weg, der tut dir nicht gut. Kehr um. Komm wieder auf den richtigen Weg. Kehr um. Vielleicht nicht in 200 Metern, vielleicht aber im Gottesdienst heute, 16. Januar, 12 Uhr. Kehr um. Kehr um. Buße tun, so wird es manchmal übersetzt. Umkehr meint nicht nur irgendwie mal auf den Gedanken kommen, ach, jetzt mache ich das mal anders und so, sondern meint vom Inneren her grundsätzlich eine andere Lebenshaltung einnehmen. Also komplett Wandel, nicht nur Buße tun in dem Sinne, naja, ich muss jetzt irgendwie Strafe zahlen, ich bin zu schnell gefahren, jetzt habe ich da den Bescheid bekommen und das schöne Foto und jetzt tue ich Buße, indem ich die Strafe abbezahle und dann fahre ich aber wieder so weiter wie vorher, weil ich habe die Strafe ja schon gezahlt und jetzt kann ich wieder loslegen und bin vielleicht ein bisschen schlauer und bremse dann immer vor dem Blitzen so ein bisschen ab. Aber eigentlich hat sich in meinem Inneren nichts verändert. Das ist keine biblische Umkehr, okay? Die biblische Umkehr meint, ich bin bisher diesen Weg gegangen mit meinem Leben und habe bisher das so gemacht und war da irgendwie ohne Gott unterwegs und habe für mich selbst gelebt, keine Ahnung, was auch immer. Und jetzt erkenne ich, dieser Weg ist falsch. Und jetzt gehe ich eine neue Richtung, die nichts mehr mit der alten Richtung zu tun hat. Ich habe eine neue Perspektive. Ich drehe um und ich gehe nicht vielleicht dann nur irgendwie anstatt in die Richtung, gehe ich jetzt mal in die Richtung, so ein bisschen anders. Nee, das ist keine Umkehr. Das ist irgendwie Selbstbetrug. Ja? Umkehr meint, ich drehe ganz um. Ich möchte dich fragen, wo brauchst du eine Lebenswende? In welchen Lebensbereichen bist du unterwegs, wo du sagst, ich spüre, da ist was nicht richtig, ich spüre den Heiligen Geist, wie er zu mir spricht und mich dazu mahnt, umzukehren. Dann mach das.
dann dreh da um. Selbst wenn du grundsätzlich mit Gott unterwegs bist und du hast Ja gesagt zu ihm, du hast deine Bekehrung schon vollzogen, ja, aber wir als Christen sind aufgerufen, einen Lebensstil der Umkehr zu führen. Nicht nur einmal umzukehren vor 20 oder vor 30 oder vor 40 Jahren, sondern immer umkehrbereit zu sein. Wo trifft das auf dich zu? Wo merkst du, dass du alleine dein Leben irgendwie vor die Wand fährst, dass du es nicht hinbekommst? Wo brauchst du diese gute Botschaft von Jesus? Hey, auch für dich ist in dieser Situation Veränderung möglich. Es gilt auch für dich. Du kannst umkehren. Die Stimme ist da und die ruft dich zur Umkehr. Wir wollen auch unser Leben verändern als Menschen. Ja? Wir sind manchmal unzufrieden, wir kommen an unsere Grenzen und dann versuchen wir sehr, sehr gerne, dass wir äußere Dinge irgendwie ändern. Dass wir irgendwie an unserem Lebenssetting was drehen, dass wir irgendwie noch mehr Wissen tanken, dass wir, keine Ahnung, umziehen, ja, und dass wir den Job wechseln. Also, dass wir äußerlich was ändern. Und das kann auch manchmal hilfreich sein, aber es löst das Problem nicht, wenn wir ein inneres Problem haben. Das heißt, die Umkehr, zu der Jesus uns ruft, ist eine Umkehr des Herzens. Und unser Herz, so beschreibt die Bibel, ist unser innerer Mensch, ist das, was unseren Willen ausmacht, unsere Gefühle ausmacht, unsere Motivation, unsere Antreiber. Das Herz, das Innere. Und das können wir als Menschen nicht richtig ändern. Unser Herz, das ist eine Kategorie, wir kennen oft unser eigenes Herz gar nicht so. Aber Jesus erkennt das Herz und er möchte in das Herz hineinwirken und uns da verändern. Deswegen gibt es Hoffnung. Deswegen ist das eine frohe Botschaft, wenn Jesus sagt, kehrt um, dann weiß er, wenn wir bereit sind, umzukehren und unser Leben da Gott auszuliefern, dann kann er mit seiner Kraft hineinwirken in unser Inneres und unser Herz verändern. Das kann kein anderer unser Herz verändern. Nur Gott kann unser Herz verändern. Wie tief darf Gott dein Leben verändern? Wie tief darf Gott dein Leben verändern? Soll er vielleicht nur deinen Lack ein bisschen ausbessern, wenn du so einen Kratzer dir gefahren hast in deinem Leben? Dann soll er nochmal irgendwie mit so einem Lackstift drüber gehen, damit alles wieder schön aussieht? Soll er vielleicht nur deine Batterie aufladen? Ja, wenn die Batterie leer ist, dass du wieder Power hast, damit du wieder so weiterfahren kannst auf dem Weg, den du immer fährst? Ist dafür Gott gut genug? Oder soll er dir in deinem Auto bessere Boxen, bessere HiFi-Anlage installieren, so damit du irgendwie ein bisschen mehr Spaß hast, wenn du durch die Gegend fährst? Was soll Gott tun? Wie tief lassen wir ihn ran an unser inneres Leben? Dieses Leben, wo wir uns von dem Alten abwenden, diese Abwendung von dem alten Leben wird möglich, weil Jesus für uns gestorben ist. Und weil wir, wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir, dass unser altes Leben ohne Gott, dass es mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da liegt auch alles drin, was diese ganzen inneren Prozesse angeht und da, wo wir in diesen Sackgassen unterwegs sind. Dafür hat Jesus eine Lösung geschaffen in seinem Tod. Und da, wo wir die Hoffnung haben, dass wir ein neues Leben leben wollen und können, das ist die Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Und weil er ein Leben für uns hat, was nicht unser eigenes Leben ist, aber was wir empfangen, das ist das Leben von Jesus durch den Heiligen Geist, was wir neu leben können. Also es hat was mit Jesus zu tun, dieser Umkehrprozess. Hier, als Jesus diese Botschaft verkündet hat, da war noch am Anfang des Dienstes, aber alle Evangelienberichte haben das letztendlich zum Fokuspunkt am Kreuz. Was passiert am Kreuz? Kreuz und Auferstehung. Darum geht es letztendlich. Entscheidend ist aber hier, sind wir bereit dazu, umzukehren? Oder erwarten wir vielleicht auch alles von Gott, ja, er muss es schon alleine machen. Nee, es ist ein Zusammenspiel, dass wir Ja sagen dazu, dass wir Umkehr suchen und dann wirkt er durch seinen Heiligen Geist. Vierter und letzter Punkt der frohmachenden Botschaft,
die Jesus verkündet. Er sagt, glaubt diese gute Botschaft. Glaubt diese gute Botschaft. Das heißt, Jesus selbst, er lädt ein, dass er uns in eine Vertrauensbeziehung hineinlieben möchte. Und Gott tritt immer in Vorleistung mit seiner Liebe. Das heißt, er liebt uns, er investiert in unser Leben, er kommt uns nah, er berührt uns, er führt uns zur Umkehr, er schenkt uns neues Leben und er wirbt darum, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm unser ganzes Leben hinhalten. Das ist das, was er sich wünscht, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir in seine ausgestreckte Hand einschlagen. Welche Herausforderungen warten auf dich in diesem Jahr? Manche Herausforderungen hast du vielleicht klar vor Augen, wo du sagst, ja, so sieht's aus, ne? Arbeitsplatzwechsel, Hochzeit, irgendwie Wohnungskündigung oder was auch immer ist da, dann sind die Sachen schon da. Aber manches kommt ja noch, was wir gar nicht wissen. Da gibt es auch Herausforderungen. Und wie vertrauensvoll bist du an diesen Punkten, die da sind, dass Gott drin ist, wie viel Glauben ist da oder wie viel Zaghaftigkeit, wie viel Unglauben vielleicht auch. Ich möchte dir Mut machen, dass du auch mal zurückschaust, wie ist Gott dir begegnet in der Vergangenheit. Wie hast du ihn da erlebt? Und dann stellst du fest, boah, vor 2 Jahren war ich in der Situation und ich hatte kein Geld und ich hatte keine Perspektive und das war nicht schön, aber Gott hat mich hindurchgetragen durch seine Treue. Da hat sich dann irgendwann was gedreht. Da kam dann ein Kairos-Punkt hinein, wo Gott mein Leben verändert hat. Oder du sagst, ja damals, da hatte ich diese Beziehung und die ging kaputt. Und ich habe gemerkt, wie Gott da Heilung gegeben hat und wie seine Treue da war. Und jetzt hast du vielleicht eine ähnliche Situation und kannst dich daran erinnern, wie treu Gott war in der Vergangenheit. Und weil Gott in der Vergangenheit treu war, wird er auch im Hier und Jetzt treu sein. Und er ist derselbe. Er macht nicht alles immer so, was wir uns wünschen und wie unsere Vorstellung ist. Das nicht, das wäre Schlaraffenland, das wäre einfach, so funktioniert es nicht. Aber Gott ist der treue Gott, der an unserer Seite steht, der hineinwirkt in unsere Lebensgeschichte. Und dann können wir ihm glauben und vertrauen und erleben, was er auch in diesem Jahr für uns hat. Es gibt frohe Botschaften, denen wir glauben sollen in diesem Jahr. Dass Gott in unsere Lebensgeschichte eingreift, dass Gott uns persönlich nahe kommt und dass eine Lebenswende bei Gott immer möglich ist. Ich lade die Musiker ein, nach vorne zu kommen. Lass uns doch noch einen Moment nehmen, um Gott Antwort zu geben. Ich lade dazu ein, dass wir alle aufstehen und dass wir uns bewusst machen, Jesus, er hat nicht nur vor 2000 Jahren diese frohmachende Botschaft verkündet, sondern das gilt ja immer noch. Das Reich Gottes ist immer noch da, hat sich nichts geändert. Es ist angebrochen, es ist erfahrbar geworden und Jesus spricht auch in unser Leben hinein und die Frage ist immer noch, wie reagieren wir? Was ist unsere Antwort auf dieses Angebot, was Jesus platziert? Und so möchte ich ein Gebet sprechen und lade dich ein, wenn du ja, irgendwie merkst, du bist angesprochen und du möchtest da ein Ja zugeben, dann mach dich in deinem Herzen auch selbst eins mit diesem Gebet und halte Gott so dein Leben hin. Jesus, danke. Danke für dein Reden. Danke, dass du frohe Botschaft bringst. Herr, und wir haben das so nötig, dass wir frohe Botschaft hören. Schenk uns den Glauben, diese frohe Botschaft anzunehmen, unser Leben danach auszurichten. Jesus, ich bete, dass wir in diesem Jahr, was vor uns liegt, dass wir erleben, wie unsere Zeit in deinen Händen steht. Da, wo wir Sehnsucht haben, dass du neue Zeiten anbrechen lässt, lass es geschehen. Da, wo wir Sehnsucht haben, dass du Zeitpunkte setzt, wo du uns begegnest und etwas Neues wirkst, komm und lass es geschehen. Herr, und hilf du uns auszuhalten
und dir zu vertrauen, dass unsere Zeiten bei dir in deiner Hand geborgen sind. Jesus, ich bete darum, dass wir erfahren, was es heißt, dass du uns nahe kommst. Komm uns nahe auch an unseren Schmerzpunkten und diene uns, dass wir heil werden in dir. Komm und korrigiere du unser Gottesbild, wenn wir eine schräge Vorstellung von dir haben. Jesus, und ich bete, dass du uns immer wieder neu zur Umkehr rufst. Mach uns bereit, dass wir auf deinen Weg uns ganz einlassen, dass wir von unseren Wegen runterkommen und weggehen, die nicht gut sind, und dass wir dir Raum geben, dass du uns erneuern kannst in unserem Inneren. Komm und schenke du neues Vertrauen in die Beziehung zu dir. Wir wollen neu lernen, dir zu glauben, auch wenn wir nichts sehen, dass wir dranbleiben, in dem Wissen, dass du da bist. Herr, so wollen wir dich ehren und dich anbeten, weil du anbetungswürdig bist, weil das Reich Gottes angebrochen ist und weil wir mit dir Gemeinschaft haben können, schon jetzt, hier und heute. Amen.